So, Freunde, willkommen zurück zu Strafkolonie Online. Hugh hat mich geweckt, seht ihr ja links im Chat aus meiner Meditation. Und er hat angeblich geträumt, dass die Brüder sich in Gefahr befinden sollen. Oh, das sind die Templer. Da sind die Templer, gut, dass ich aufnehme. Alter, jetzt habe ich gerade völlig vergessen zu sprechen. Jetzt bin ich gerade völlig durcheinander, weil dort ein Ball steht. Ich wollte gerade gucken, wer der Ball ist. Aggerloch ist das, also ist der doch noch dazu gekommen. Okay. Die Brüder waren nicht in Gefahr. Aber die Templer sind jetzt wenigstens da und Ball Aggerloch. Du bist schon hier, Ronny? Ricardus fragt. Okay, jetzt gibt es endlich hier hoffentlich die Besprechung, die lang ersehnte. Wir sind zum richtigen Zeitpunkt aufgebrochen. Wir hatten den Anschein, dass sich Corvisel und Egbert nicht gestört fühlen haben, dass wir dabei sind. Nazar blickt sich wachsam um. Jo, im Gegenteil, sie haben sich gefreut. Ach, diese Jo. Ich war die ganze Nacht hier, lächelt. Das nenne ich Timing krass. Slash DM, was hat er für eine IP? 35. Slash DM. Alles inner auf na meh. XD. Ja, okay, ist jetzt alles fresh. Soll ich die beiden holen, oder? Wir warten jetzt noch kurz, was die anderen hier sagen. Was die Templer hier noch schreiben und emoten und so weiter. Dieser Yu, ne? Der fühlt sich auch so eine ganz große Nummer. Ricardus nickt nur knapp zu Ronny, sagt aber vorerst nichts. Er sah spät wachsam in die Ferne. Yo. Nun, Aga. Wer ist alles willkommen? Oh, jetzt wird aussortiert. Okay, dann esse ich jetzt doch mal nichts, weil das wirkt vielleicht unhöflich. Harok nickt zu Hani. Wer ist alles willkommen? Was meint ihr damit? Ich schätze mal, ihr seid von Egbert geschickt worden. Stellt sich gelassen neben Cor Garrett und grüßt in die Runde. Ich wüsste von dieser Versammlung nichts. Ich kam nur, um Egbert zu sprechen. Wer wusste denn davon? Carlsen hebt die Hand. Mi hebt die Hand. Ach ja, Mann, dieser Slash-Sieg-Mode. Ich habe auch gerade überlegt, ob ich das machen soll. Aber ich habe es dann interessant. Dann könnt ihr sicher mit Slash. So, haben wieder runtergenommen. Ach, ich wette, Weasel und so sind schon auf dem Weg hierher oder so, keine Ahnung. Ned kommt angehumpelt. Okay, jetzt ziehen wir in die Feste, so wie es scheint. Wo ist Egbert? Egbert meditiert mit Weasel
mit Weasel etwas westlich von hier. Jetzt gehen die dort echt alle hin anscheinend. Boah, das hier mit dieser schweren Templerrüstung, das finde ich auch krass irgendwie. Okay, doch nicht. Lol, was mit Hannibal passiert? Und was macht Ronny, Alter? Alter, der steht bei mir voll drauf. Ja, Rowan weiß bestimmt schon, wo die sind. Ach, habe ich gar nicht gesehen, Hanni. Mi nickt. Jetzt will ich so ein Duell wieder machen gegen Ned. So ein Nick-Duell. Haben uns die letzten Tage immer wieder schon geliefert. Weil Ned sagt, er war der Nicker. Er ist derjenige, der hier am meisten nickt. Sind sie schon oben bei der Feste? Nein, Mann. Das ist behindert. Ich habe doch geschrieben, wo die sind. Egbert und Corvisoren, schätze ich. Nein. Wirft Sorobas ein. Ja gut, dann warten wir jetzt noch. Ned humpelt umher. Jo, Ned. Boah, jetzt gehen wir alle in die Festung hoch und dann gibt's hoffentlich ein bisschen RP hier. Wie es jetzt um die Zukunft der Bruderschaft ausschaut. Ich habe schon vier Folgen, halbe Stunde schon aufgenommen und es ist noch nichts großartig passiert. Ah, da kommen sie schon. Okay, das ist jetzt hier schon eine nette Anzahl an Menschen, die hier rumstehen. Wer ist das hier eigentlich, Nazar? Ne, Coricados ist das. Ene Rohren. Ah! Schon wieder der Aufnahmehabock. So, zähle ich mal durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mit mir 15 Leute. Nicht schlecht. Eckhart tut das den Nude? Tut das den Node? Tut das den Node? Okay, ja, was denn jetzt? Brechen wir jetzt endlich mal hier auf? Boah, ich will auch so eine leichte Templerrüstung haben und am besten falls dann noch eine Einhandwaffe. Das sieht so cool aus. Ich meine, guckt euch das doch mal an hier. Laufe ich wenigstens vorwärts? Ja, tue ich. Ich finde, das sieht so geil aus. Und das Schwert, was der hier hat, sieht sowieso noch schon so geil aus. Jetzt rede ich doch nicht weg. Ja. Das ist ein cooles Einhandschwert. So möchte ich auch ganz gerne rumlaufen. Blickt abwartend in die Ferne, mustert umschauend die Berge. Oh, das gefällt mir so sehr. Ich will auch so eine Rüstung haben, ey. Ich möchte auch so eine Rüstung haben. Bitte, liebe Templerführer, wenn ihr das jetzt seht, spendet doch an... Ne, okay, ich lasse es jetzt mit der Nummer. So, ja, Freunde, passiert jetzt mal hier noch irgendwas? Bitte, ich nehme jetzt schon wieder 10 Minuten auf und es ist noch nichts passiert. Nazar guckt. Agarloch. Haben sie den doch mitgeschleppt, hätte ich nicht gedacht. Vor allem frage ich mich, wo die herkommen, Alter.
spät haben wir es denn? How late is it? 22:01 ist es jetzt. Ich muss mal ganz kurz was machen. Ich muss mal kurz mein Aufnahmeschildchen. Scheiß Handy. Mein Aufnahmeschildchen vor die Tür hängen. Damit ein jeder, der gleich diese Wohnung betritt, sag, gibt es etwas, was du brauchst, Bruder? Denn jeder, der wahrscheinlich gleich in diese Wohnung reinkommen wird, wird natürlich laut machen, sofern er nicht den Hinweis hier an meiner Tür sieht. Und das möchte ich ja nicht. Ja, jetzt passiert hier irgendwie nichts mehr großartig. Ich hoffe, dass die sich jetzt mal hier alle beeilen. Garrett blickt sich dort unten um in seiner fetten Rüstung. Aber irgendwie passiert jetzt hier nichts so Großartiges. Nazar, Dank Brüder, wie ihr einerseits, belangt es mir nach nichts mehr. Schleimer. Oh, Nazar ist ein Schleimer. Ich könnte auch mal was essen wieder zwischendurch, aber ich beobachte dort unten die ganze Zeit Garrett. Ich warte endlich, bis der jetzt mal hier sich Richtung Bergfestung bewegt. Ich hoffe, mir fällt jetzt von hinten nichts in den Rücken. Das wäre natürlich ganz schön bitter. Dort oben scheint frei zu sein. Ich werde am liebsten mal schauten, wie schaut's aus, brechen wir mal auf oder so. Aber ich lasse es mal lieber. Das wirkt ja nicht so höflich. Ich ziehe mir jetzt mal eins von meinen Bärenkompotten rein. Erfreuliche Worte, Gurnazar. Mögen wir noch lange Seite an Seite unsere Klingen schwingen. Oh Gott, er spricht den Baal an. Sprich niemals einen Ball an. Ist nur ein Hinweis. Grinst. Oh Mann. Ist nur ein Hinweis. Hinweis. So, jetzt geht's endlich los anscheinend. Armee Sumpflager bewegt sich Richtung verlassene Festung, um dort vielleicht ihre neue Zukunft. Okay, Anhänger und Novizen bitte auf ausreichend Abstand achten. Warte ich jetzt mal, bis der Rest hier vorne ist. So. Patrouille Sumpflager begibt sich Richtung verlassene Festung. Ich bin sehr gespannt. Ich bin jetzt ja mal sehr gespannt. Okay, die Templer ziehen ihre Schwerter. Oh shit. Oh shit. Garrett atmet aus, tut mir leid. Er hat diesen Bluthund getötet, aber die anderen. Oh Mann. Ja, nun sehen wir, wie Fiete. Wiesel weilt hier. Hannibal sieht die Hunde interessiert an. Die sind ja hässlich. Okay, jetzt sehen wir, wie Templer Bluthunde klatschen. Tot. Weiter geht's. Krasse. Ich hätte jetzt emoten können, sowas geht wortlos an den toten Kreaturen vorbei oder so, ich hab's jetzt gelassen. Ob Baltukmuk den
den Wächter entschläfte. Entschläfte? Was? Okay, ich konnte es jetzt nicht lesen. Entschäfte. Aber es kann leider nicht sagen, was es ist. Oh, fuck. Carlsen macht große Augen. Oh, weia. Die Templer in der ersten Reihe, ja, die werden das schon irgendwie lösen, das Problem. Sicher nicht, Bruder Wiesel. Ich habe auch rausgefunden, so aus dem TS, so, dass die Templer sowieso die mächtigste Garde, also die mächtigsten Krieger hier in der Kolonie sind. Ich denke, von daher sollte das kein Problem sein. Und ich hab's alles aufgenommen. Ich nehm's alles auf für YouTube. Und vor mir stehen noch die beiden Baals. Also Agaloch ist auf jeden Fall ein Baal. Bei Egbert ist es ja so, dass er keiner ist. Lasst euch nicht treffen. Zieht seine Klinge elegant vom Gürtel. Mann, ich will auch so ein Einhandmeister werden. Grinst leicht vorwärts. Oh Mann, jetzt gucken wir. Oh Gott. Hoffentlich geht jetzt hier keiner drauf. Das wäre. Okay, sie haben es geschafft. Sie haben es geschafft. Oh Gott, und dann werden hier noch haufenweise Harpien oder so noch rumlauern, denke ich mal. Das wird bitter. Das wird bitter. Poor Garrett atmet erleichtert aus. Aber warum die Baals nicht mitkämpfen, das wundert mich ja schon so ein bisschen. Ich bin der wahre Brocken hier. Tritt gegen den Steinhaufen. Gorbrocken, ey. Ja, so wird auch im TS gehandelt. Mit Gorbrocken. Geile Emoten. Geiles Emoten ist das hier. Wiesel versucht, das Herz zu entnehmen. Naja, er schafft's auch. Wiesel zerbröckelt alles, weil Ronny reintritt. Wiesel krummelt. Ah, Ronny, hast du wieder einen eigenen gemacht. Ronny ist irgendwie so, also ich möchte nicht meinen, dass ich besser dastehe, aber ich möchte mal meinen, dass Ronny so ein bisschen das Sorgenkind ist. Unter den Anhängern. Aber nur so meine Beobachtung, ne? Also es muss jetzt nicht stimmen. So, bleibt auch hier auf genügend Abstand, Brüder. Oh, Alter, diese reißende Strömung, wenn man von dort oben dann runtergeflogen wäre, von dort hinten, dann wäre es schon ganz schön bitter gewesen. Ich frage mich eigentlich, warum dieser Yu hier mit bei sein darf. Der gehört eigentlich gar nicht zur Bruderschaft. Aber egal. Ich habe nichts gesagt. Nett humpelt hinterher. Tja, nett. Ich weiß nicht, wer es war, aber irgendeiner musste auch mal emoten, dass er die ganze Zeit nur einen Arm hatte, weil er irgendwie seinen linken Arm verloren hat oder so. Im Kampf im Sumpf. Ich weiß leider nicht, ob das jetzt in der zweiten Aufnahme zu hören war vom Sumpf-Event. Ich habe mir die nur einmal kurz durchgesichtet, einmal angeguckt so. Und nachdem die dann hochgeladen war, habe ich sie mir nicht nochmal angeguckt jetzt oder so. Okay, Freunde, ich bin gespannt, was jetzt passiert. Wie es jetzt weitergeht. Was jetzt mit der Bruderschaft des Schläfers sozusagen passieren wird. Wiesel wartet hier. Und Hannibal und Yu gehen einfach eiskalt weiter. Die gehen alle weiter. Ja, Netsch und ich befolgen Weasels Befehl. Geht es, Bruder? Na? Zu nett. Beim letzten Mal ergriff die eine Harpie einen der Anhänger und flog mit ihm hoch. What the fuck in die Luft? Okay. Ja, die anderen sind schon alle weg. Wiesel daraufhin ließ sie ihn frei und er stürzte dort hinten auf den Stein. Wer war es? Alter. Wer?
Alter, es laggt gerade so sehr. Wer war es? War es? Ach so, okay. Verstehe. Okay, dann gehen wir jetzt mal hoch. Es ist eigentlich doof, dass ich jetzt hier so weit zurückliege, weil ich muss ja eigentlich gucken wegen der Aufnahme so, ne? Dass alles schön in der Aufnahme mit drin ist. Okay, jetzt stehen sie dort alle drin. Vielleicht wird das hier der neue Ort, an dem sich unsere Gemeinschaft bald heimisch fühlt. Das weiß man natürlich nicht. Egbert Relock. Korrigat, sind die Nebenräume schon sicher? Okay. Die gehen jetzt vor. Nazar, zurück mit euch. Und dann gehen wir mal zurück. Wie uns befohlen wird. Hey, zurück zum Eingang, Anhänger. Ja, wir sind halt keine Krieger mit Schwert und Schild so. Wahnsinnsshow, ja. Auf jeden Fall. Okay, jetzt sind wir hier heil angekommen, zumindest erst vorerst. Gucken mal, ob es jetzt hier noch. Es gibt auf jeden Fall jetzt noch weiter. Ich bin gespannt, wie. Die Frage ist, wie. Wie geht es jetzt noch weiter? Ich stelle mich mal rechts von Weasel auf. Hinter Netsch und Hoge. Hinter Netsch und Carlsen meine ich. Aber die Frage ist jetzt natürlich auch, wenn das hier unser neues Gebiet wird, unser neuer Stützpunkt sozusagen, wie ist denn das dann mit den ganzen Mobs, werden die dann hier, wird dann der Spawn hier von den Harpien und von dem Steingolem und von den Bluthunden dort unten dann ausgesetzt? Eigentlich sollte es ja schon so sein, weil wenn dann hier ein Anhänger spawnt oder so, dann ist es natürlich scheiße, wenn man dann in irgendein anderes Lager will oder zurück will oder sonst wohin. Wäre es natürlich dann echt doof, wenn man dann immer irgendwie die ganzen Viecher dort unten umgehen müsste. Jo hört immer weniger Schreie der Kreaturen. Nazar bleibt hier, bis es sicher ist. Oh Gott, was macht der Anhänger dort? Wer ist denn das? Okay, ja, dann bleiben wir mal hier, ne? Ist ja auch ganz entspannt. Ich meine, mit einem Baal hier so ist und einem Anführer so ist alles ganz entspannt, alles cool. Ich kann, also ich will es jetzt wirklich nicht riskieren, hinterher zu gehen, weil wenn ich jetzt drauf gehe, wäre es natürlich echt bitter. Deshalb lasse ich es lieber. Dicke Aufnahmesession heute hier, Alter, finde ich. Habe jetzt schon mindestens 2,5 Stunden oder so hier Videomaterial aufgenommen. Muss mal gucken, wenn ich die alle rendere und hochlade und so weiter. Schade, dass es für jene Berufung etwas zu alt ist. Gerne wäre ich mit den Templern auch. Gerne wäre ich auch ein Templer geworden. Schade, dass ich für jene Berufung etwas zu alt bin. So. Als seht. Seht. Oh Mann, diese Lags. Seht ihr nicht aus Schmunzelt. Ah, diese Lags.
Okay. Die anderen Templer sind wieder hier. Mal gucken, was er zu verkünden hat. Jetzt, also ich muss zugeben, ich versuche es jetzt echt zu meiden. Harok bemerkt, dass er begafft wird. Weasel lacht wie eine Harpie, Carlson begafft Harok. Oh Mann. Oh weia. Hannibal. Also für eine. Was sind das nur für elende Viecher, die solche Geräusche machen? Das ist scheiße, Mann, dass man es gerade nicht hört, aber ich habe ja den Ingame-Sound leider aus dem Hauptspiel ausgemacht. Das Problem ist leider. Ich hoffe, dass jemand verarztet werden muss. Was? Eckbert ruft, kommt heraus, Brüder. Die Leiter herauf, auf die Plattform. Gonazar wird euch weisen. Goruvon. Stirb, Ungläubiger. Was? Ned humpelt hinterher. So geht hinauf. Okay, anscheinend ist jetzt alles Save. Wird es natürlich mit der erste sein, der oben ist, wegen Aufnahme und so weiter. Wäre es natürlich ganz smoothig, wenn ich das natürlich mitbekomme jetzt, was jetzt so abgeht. Einer nach dem anderen. LOL! Ah, runtergefallen. Hier lang. Nee, ich wollte jetzt schreiben, sieht ins Tal hinunter oder sowas, aber mit den Lags macht das echt keinen Spaß. Wie nickt. Switch kurz. Okay, der switcht jetzt in irgendeinen anderen. Hoffentlich nicht in Balukor oder so, das wäre ganz schön scheiße. Und ich fühle mich nicht so sicher hier an der Wand. Ich stelle mich mal hier an die Wand. Also am Abgrund meine ich, stelle mich mal hier an die Wand. Wir sollen uns alle hier versammeln, heißt's. Deshalb bleibe ich jetzt auch mal hier und habe da einen schönen Blick. Oh, jetzt leckt's wirklich gerade, also jetzt merkt man wirklich. Okay, der muss jetzt switchen. Eckbert, was hat denn der noch so für Chars? Ich hoffe echt nicht Balukor, wenn jetzt Balukor ja aufkreuzt oder so, er ist echt mies. Weil Balukor ist ja kein NPC gewesen, Balukor ist ja auch von einem Admin oder so gesteuert worden und ich hoffe nicht, dass Eckbert den noch parallel spielt. Wenn er jetzt switchen würde auf Balukor, wäre es echt mies. Nein. Jede Lebensform ist eine lebenswerte Form. Jedes Tier hat okay, ich frage gar nicht erst, hat ein Recht auf, ach Mann, diese Mann hat ein Recht auf, ah Mann, Alter, das kotzt mich so krass an, Alter. Jetzt bei jedem Buchstaben. Hat ein Recht auf Leben. Oh mein Gott, wer ist das? Ah, Tukmuk. Ach, okay, Eckbert spielt noch Tukmuk parallel.
Okay, jetzt gibt's eine Ansprache von Tukmuk. Tukmuk beäugt die Brüder. Machen wir verbeugen. Gogeret sieht erwartungsvoll zu Baal Tukmuk. Seid gegrüßt, Baal. Nickt tief vor Baal Tukmuk. Hannibal sieht sich um und erhebt sich. Wiesel, etwas Platz, Brüder. Okay, gehe ich mal in F-Modus. So, das sieht besser aus.